Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In den letzten Jahren habe ich hier auf YouTube vor allem in meinen Food Diaries meine Ernährungsweise dokumentiert, meine pflanzenbasierte, hauptsächlich rohköstliche Ernährungsweise. Ihr habt in diesen Food Diaries gesehen, dass ich vor ein paar Jahren noch 3 Mahlzeiten am Tag hatte, dann irgendwann nur noch 2 Mahlzeiten und seit über 2 Jahren esse ich, würde mal sagen, zu 95% nur noch eine Mahlzeit am Tag. Ich habe mich mit dieser Thematik zu viel essen, wenig essen, generell auch mit der Kalorientheorie schon viele Jahre auseinandergesetzt. Ich habe in meinen Videos auch schon ganz oft das Buch von Galina Shatalova erwähnt, Wir fressen uns zu Tode. Das Buch habe ich auch schon vor vielen, vielen Jahren gelesen und das hat mich wirklich fasziniert, dieses Buch, diese Theorien, die ich darin gefunden habe. Es sind ja nicht nur Theorien. Galina Shatalova ist eine russische Ärztin, sie hat auch viel mit Patienten experimentiert bzw. Erfahrungen gemacht, was alles möglich ist mit wenig Nahrung, also Wüstenwanderung, Bergwanderung, hat auch ehemalige Patienten trainiert, die dann den Marathon oder einen Marathon mitgelaufen sind und sehr, sehr gut auch mit wenig Nahrung da durchgekommen sind. Und das hat mich einfach total fasziniert. In diesem Buch stand ja auch zum Beispiel, dass russische Wissenschaftler die Erkenntnis gewonnen haben, dass es mehr Kanäle gibt, die uns nähern, bzw. mehrere Quellen, die uns nähren und wir auch Kanäle dafür haben. Das hat mich immer total fasziniert, aber ich konnte mir das nie so richtig vorstellen. Als ich das Buch damals gelesen habe, habe ich mindestens noch 4 Mahlzeiten am Tag gegessen. Also es war von mir jetzt wirklich nicht geplant, das so in diese Richtung laufen zu lassen. Ich habe dann einfach mich mehr mit Ernährung, mit Gesundheit beschäftigt, habe gefastet, Darmreinigung gemacht und so kam das dann immer mehr, dass ich gespürt habe, ich esse oft nicht immer aus Hunger, sondern aus Gewohnheit, weil es gerade da ist, aus Appetit. Und dann habe ich einfach versucht, immer mehr so auf mein Körpergefühl zu hören und einfach auch dahinter zu schauen, wenn ich zu viel esse, warum esse ich jetzt zu viel? Emotionales Essen ist auch ein Thema. Ich habe mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp auch ein Video dazu gemacht. Emotionales Essen betrifft uns alle oder so ähnlich. Das werde ich auch oben in den Infokarten verlinken. Und auch das Buch von Galina Shatalova werde ich euch verlinken. Wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch mit sehr, sehr interessanten Ansätzen. Und Galina Shatalova, die geht davon aus, dass wir viel älter und viel vor allem auch gesund älter werden können, wenn wir unseren Körper nicht ständig mit zu viel Nahrung überlasten und damit auch eben unsere Verdauungsorgane, generell alle Organe belasten würden. Kürzlich habe ich mal wieder in einem meiner Lieblingsbücher gelesen, Gesunde Menschen, Band 2 von Arnold Ehret. Da sind einige Schriften von ihm enthalten, unter anderem auch die schleimfreie Heilkost. Und auch der Band Rationales Fasten. Und da habe ich ein Unterkapitel gefunden, die Bezwingung der Völlerei. Und ich finde, das passt ganz gut auch in diese Thematik von Galina Shatalova, Wir fressen uns zu Tode. Wenn ihr euch das mal anschaut, wie viele übergewichtige und fettleibige Menschen es auf der Welt gibt, vor allem in der westlichen Zivilisation, auch sehr junge, fettleibige oder übergewichtige Menschen. Und wenn ihr mal in die USA schaut, da ist das noch viel mehr verbreitet, diese Übergewichtigkeit und diese Fettleibigkeit. Und das liegt auch an der Ernährung der amerikanischen Bevölkerung. Arnold Ehret ist 1866 geboren, also er hat zu einer ganz anderen Zeit gelebt und schrieb damals schon von Völlerei. Was würde er sagen, wenn er heute sehen würde, wie sich die Menschen ernähren und auch wie es um den Gesundheitszustand vieler Menschen bestellt ist. Es gibt ein Video auf YouTube, Berlin um 1900. Da sind Videoszenen, die spielen aber von 1895 bis 1914. Und ich habe mir dieses Video schon sehr, sehr oft angeschaut. Es geht, glaube ich, auch nur 4-5 Minuten. Ich habe zigmal, wenn nicht sogar 100-mal mir dieses Video schon angeschaut, weil ich einfach die alten Filmaufnahmen aus dieser Zeit um 1900 einfach liebe. Ich habe mir schon immer schon als Kind gerne alte Filmaufnahmen und alte Fotos aus der Zeit angeschaut. Und so habe ich mir auch dieses Video sehr, sehr oft angeschaut, weil mich das auf eine ganz besondere Art berührt. Und was aber auch auffällt, wenn man sich diese Szenen ansieht, dass man kaum oder gar keine übergewichtigen bzw. dicken Menschen sieht. Ich meine, bei den Frauen kann man das nicht so gut erkennen. Damals gab es ja noch eine bestimmte Kleidermode. Aber es sieht erstmal so aus, als ob die Menschen damals normal schlank waren. Da gibt es auch eine Szene dabei, wie Kinder auf der Straße ein bisschen sportliche Übungen machen. Ich glaube, Liegestütze oder ein Rad. Und es sind auch alle sehr schlanke Kinder, die auch recht glücklich wirken. Also ich verlinke euch das Video oben in den Infokarten. Da könnt ihr euch nochmal dieses Bild von Berlin um 1900 anschauen, beziehungsweise um diese Zeitspanne, die ich schon erwähnt habe. Und jetzt kommt für euch erstmal der kleine Text, die Bezwingung der Völlerei aus dem Buch Rationales Fasten von Arnold Ehret. Die Bezwingung der Völlerei.
Das Problem der Völlerei darf man nicht im Bereich geistiger Schwäche suchen oder in der Leidenschaft ein abartiges Verlangen befriedigen zu wollen. Vielmehr handelt es sich um eine Manie der Nervenschwäche, einen pathologischen Zustand eines gereizten und vergifteten Nervensystems, besonders der Verdauungsorgane, für deren offenbare und zeitweilige Befriedigung eine immer größere Menge an Nahrung notwendig zu sein scheint. Der Schlemmer muss, um Befriedigung zu finden, sowohl die Menge als auch die Würze seines Essens ständig erhöhen, genauso wie ein Trinker die Menge starker Getränke immer mehr erhöht. Der Schlemmer verhungert manchmal von zu vielem Essen oder, was häufiger ist, gewisse Organe und schließlich das gesamte System weigern sich zu funktionieren. Die Erfahrung lehrt uns, dass eine freiwillige Verringerung der Nahrungsmenge oder ein zeitweiliges Fasten eine unangenehme Entbehrung für den Schlemmer ist, wie auch für den heutigen Durchschnittsmenschen. Sein gesamtes Denken ist besessen von der Lust auf Schlemmerei und das Übel der Versuchung lauert auf ihn überall. Allein der Gedanke auf Zurückhaltung im Essen erfüllt ihn mit Schrecken und er kann die Vorstellung nicht ertragen, die gebräuchlichste und vergnügsamste Beschäftigung seiner miserablen Existenz einzuschränken. Wenn man ihm dieses falsche Vergnügen nimmt, das für den modernen Menschen so unabdinglich scheint, dann muss man dieses mit etwas ersetzen, was rundherum natürlich, gesund und überlegen ist. Die Menschheit hat das Recht auf Vergnügen. Einmal traf ich einen Engländer, der aus Indien kam und auf dem Weg nach Hause war. Er sagte mir: Wir wissen nicht, was Leben ist, bis wir eine reife Ananas frisch von der Pflanze probiert haben. Und ich sage, wie auch tausende meiner Anhänger, man muss eine reine Obstmahlzeit nach einem Fasten genossen haben, um nur eine blasse Ahnung davon zu bekommen, was ein paradiesisches Vergnügen ist. Der Sieg über die Schlemmerei wird meistens Erfolg zeigen, wenn die Umstände uns dazu zwingen. Sven Rohack ergänzt dazu: Je wilder ursprünglicher eine Nahrung ist, desto schwieriger ist es, zu viel davon zu essen. Nur durch Zucht und Zubereitung scheint Übermaß überhaupt erst möglich zu sein. Dieses zu viel Essen ist auch bei Früchten möglich. Zu Ehrezeiten gab es vielleicht noch nicht so viele hochgezüchtete Früchtesorten wie heute und so eine große Auswahl. Wer mit Überessen ein Problem hat, sollte versuchen, ursprünglicher zu essen. Statt hochgezüchtete Wassermelone vielleicht lieber Himbeeren, Granatäpfel, wilde Tropenfrüchte oder andere wilde Rohkostnahrung. Einige finden es auch okay, wenn sie Dutzende Bananen am Tag essen. Weiter im originalen Text: Aber andererseits will ich versuchen, Ihnen einen Weg zu zeigen, den Sie gern annehmen werden, sobald Sie einmal die Wahrheit erkannt haben, die ich Ihnen zu zeigen versuche. Die Schlemmerei kann am besten bezwungen werden, indem man sie mit einem anderen Vergnügen ersetzt, das wir durch eine neue Diät bekommen werden. Unser Geschmackssinn wird sich verändern und das Verlangen selbst nach den Dingen, die unsere Zunge so liebte, wird verschwinden. Ist der Wechsel zur Obstdiät erst vollzogen, werden Sie mehr Vergnügen aus Ihren Mahlzeiten bekommen als je zuvor. Sie werden einen höheren Zustand der Existenz erreichen, denn Sie werden den Engel mit dem brennenden Schwert überwunden haben, der das Tor zum Paradies bewacht. Auch ein Zitat von Arnold Ehret: Der menschliche Mechanismus ist ein bewegliches Röhrensystem. Die Nahrung der zivilisierten Menschen wird niemals ganz verdaut und der daraus entstehende Abfall wird nicht ausgeschieden. Dieses Röhrensystem wird langsam verstopft, besonders im Verdauungstrakt. Daran liegt die Ursache jeder Krankheit. Diesen Abfall zu lösen, ihn vernünftig und sorgfältig auszuscheiden und diese Ausscheidung zu überwachen, kann nur einwandfrei durch mein Heilverfahren gelingen. Hier möchte ich nochmal auf das emotionale Essen hinweisen. Viele Menschen essen auch aus emotionalen Gründen, weil sie einsam sind, weil sie traurig sind, weil sie frustriert sind, weil sie eine innere Leere in sich füllen wollen. Schaut gerne mal das Video von Henry und mir, Emotionales Essen betrifft uns alle, wo wir auch auf diese Thematik eingehen. Das dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und wenn man ein Problem mit Völlerei oder auch mit dem Gewicht hat oder auch das Gefühl hat, ich esse zu viel und eigentlich bekommt mir das gar nicht, eigentlich möchte ich viel weniger essen, dann auch mal immer darauf achten, wann esse ich wie viel und warum esse ich zu viel? Was bewegt mich in dem Moment? Warum esse ich zu viel? Dann einfach mal schauen, welche emotionalen Gründe oder welche seelischen Gründe auch dahinter stecken können, warum man manchmal mehr isst, als man eigentlich benötigt. Was kann man tun, um der Völlerei oder dem zu viel Essen entgegenzuwirken? Ich würde auf alle Fälle empfehlen, sich von der Industriekost fernzuhalten und wieder echte Lebensmittel zu essen, auch auf nährstoffreiche Lebensmittel zu achten und
den Körper entgiften, auch mal eine Darmreinigung angehen, so dass der Körper irgendwann wieder gut mit Nährstoffen versorgt wird und ihr nicht zu viel essen müsst, weil der Körper das Signal gibt, immer mehr rein, ich bekomme noch nicht genug, was ich brauche. Und natürlich die emotionalen Themen anzuschauen. Und noch ein wichtiger Tipp, auf Bitterstoffe zu achten. Bitterstoffe gibt es kaum noch in unserer Nahrung und schon gar nicht in der Industriekost. Also Bitterstoffe ist ja auch wie salzig, süß und sauer, auch so eine Geschmackskomponente, die aber auch aus vielen echten Lebensmitteln heutzutage herausgezüchtet wurden. In meinem E-Book Gesund Grün Essen gibt es ein Kapitel zu den Bitterstoffen, die Bedeutung von Bitterstoffen. Da zähle ich auch grüne Kulturlebensmittel auf, die Bitterstoffe enthalten oder auch Wildkräuter, die besonders viele Bitterstoffe enthalten. Da geht es auch um die Wirkung von Bitterstoffen, dass Bitterstoffe eben auch stärken, reinigen und schützen. Und wenn wir regelmäßig Bitterstoffe zu uns nehmen, da profitiert unsere Gesundheit und da profitiert unser Wohlbefinden enorm davon. Zum Beispiel reduzieren die Bitterstoffe den Appetit auf süße Speisen und helfen auch Süßes besser zu verarbeiten. Und sie reduzieren die Lust auf übermäßiges Essen und erzeugen schnell ein Sättigungsgefühl. Außerdem bringen Bitterstoffe die Verdauung sehr gut in Schwung und fördern die Fettverbrennung. Außerdem stärken Bitterstoffe das Herz-Kreislauf-System und regeln dadurch den Blutdruck und stärken auch unser Immunsystem. Wer sich für mein E-Book Gesund Grün Essen interessiert, findet den Link dazu unter diesem Video in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Mein E-Book Gesund Grün Essen enthält auch ein ganz großes Kapitel über Wildpflanzen, wo ich über 60 Wildpflanzen beschreibe, also Wildkräuter und Baumblätter. Und natürlich gibt es auch in diesem E-Book viele, viele Rezepte mit grünen Lebensmitteln, Kulturlebensmitteln und Wildpflanzen. Die erste Wahl für Bitterstoffe sollten in meinen Augen vorrangig frische Wildpflanzen sein. Aber es gibt Menschen, die haben nicht die Möglichkeit, jeden Tag Wildkräuter zu sammeln. Und im Winter sieht es da ja bei uns auch ein bisschen mau aus. Und deswegen kann ich euch diese beiden Kräuter empfehlen. Einmal 7 Kräuter nach Bertrand Heidelberger. Das sind wirklich sehr, sehr bittere Kräuter. Und dann einmal das Wildkräuter pur von Lebenskraft pur. Im Pulver 7 Kräuter sind enthalten Bibernelle, Kümmel, Fenchel, Wacholder, Wermut, Anis und Schafgarbe. Das kann man als Tee genießen oder aber auch pur eine Messerspitze vor den Mahlzeiten auf der Zunge zergehen lassen. Hier steht zum Beispiel, diese wertvolle Kräutermischung unterstützt die Verdauungsorgane und regt die Magensäfte an. Das Zusammenspiel der Bitterstoffe der 7 Kräuter kann nach Bertrand Heidelberger sowohl eine Schleim- und Schlackenlösende als auch einen Schleim- und Schlacke-ausscheidenden Effekt auf den ganzen Körper haben. Also ein wunderbares Pulver, die 7 Kräuter nach Bertrand Heidelberger, auf alle Fälle empfehlenswert, wenn man Bitterstoffe zu sich nehmen möchte. Das Wildkräuterpulver pur enthält Löwenzahnblätter, Brennnesselblätter, Spitzwegerichkraut, Mariendistelkraut, Bärlauch, Schafgarbe, Wegwartenblätter, Lungenkraut, Hagebutte, Gundermann, Lindenblätter, Goldrute, Eibischwurzel, Weißdornblätter und Beifuß. Ich verlinke euch die beiden Pulver, 7 Kräuter und Wildkräuter pur von Lebenskraft pur unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr die beiden Links im ersten angepinnten Kommentar. Dort findet ihr auch das Buch von Galina Schadalova, Wir fressen uns zu Tode, und die beiden Bände Gesunde Menschen Band 1 und Band 2 mit allen Schriften von Arnold Ehreth. Es gibt auch kostenfreie Schriften von Arnold Ehreth, die Schleimfreie Heilkost, dann vom Kranken zum gesunden Menschen und einige Fastenbriefe, die kostenfreien Links, das sind PDF. Dateien, die findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wer bei Facebook angemeldet ist und Interesse an einem Austausch hat, der findet auch unten den Link zur schleimfreien Heilkostgruppe. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch haben die Inspirationen, die Informationen gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu dieser Thematik, zu viel Essen, den Körper mit zu viel Nahrung überlassen, Völlerei, Übergewichtigkeit, zu diesen ganzen Themen. Hinterlasst mir gerne eure Meinung. Ich freue mich über einen regen Meinungsaustausch. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.